So, weiter geht's direkt. Und zwar mit der Ausrottung der... Wir haben keinen Stab mehr an. Wir haben sämtliche Stäbe verkauft. I'm a genius. Ja. Gut, wir haben alle Stäbe verkauft. Das war natürlich schlau. Ja, auf geht's in unser Verderben. In unser nächstes Verderben. Komm, einfach hopp, 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 alles hier. Das wäre schön gewesen. Schade eigentlich. Zack, und zack, zack, und zack. Und spring, und weg hier. Und alles ist gut. Ja, wir haben es mal wieder spät nachts, wie immer. Nein, du triffst mich nicht. Du triffst mich. Puh. Wir haben es mal wieder wie immer spät nachts. Ich nehme die Parts für morgen auf. Ich bin mit Mass Effect 3 übrigens durch. Also wer jetzt hier... Wer ein Mass Effect-Fan von euch ist, der kann sich schon mal auf Mass Effect Parts... Mass Effect 3 Parts freuen. Ja, Mass Effect. Ist durch. Ja. Eine Randbemerkung, die eigentlich in Gothic nicht wirklich viel zu suchen hat, aber ich habe gerade nichts Besseres zu reden. Bitte nicht stechen. Danke. Das ist die Frage, reicht's noch für einen Attack? Wow, 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 wow. Was macht ihr denn hier, Anna? Nein, nicht schießen. Beleck mich. Okay, wir haben, wie viele sind das? 34 oder sind das? Ich weiß es nicht. Das gibt's doch nicht. Geht doch nicht mit rechten Dingen zu hier. Wirklich? Aber jetzt aber gut hier. So, Moment. Das kann ich jetzt hier nicht mehr zulassen. Langsam. Das kann doch nicht sein. Den ganzen Scheiß Bogenschützen. Was soll denn das? Danke. Das dürfte jetzt den Großteil eigentlich erledigt haben. Boah, wieso lässt du dich denn von so einem Scheiß treffen? Das ist meine viel wichtigere Frage. Das bringt nichts. Ich glaub mich hackt ein Schwein, keine Ahnung. Boah, ich glaub es nicht. Stirb. Und jetzt halt mich nicht auf. Ach, das bringt doch nichts. Jetzt habe ich natürlich die Waffe nicht mehr. Das ist Oh, es ist ja besser als... Ich wollte gerade meine Waffe ziehen. Kann ich natürlich richtig gut, wenn ich... Jetzt mache ich natürlich auch richtig viel Schaden mit der Waffe. Wirklich? Ja, ich mache natürlich keinen Schaden damit. Wow. Man könnte das jetzt knapp nennen. Und es sind 30, ja, es sind 30 gewesen. Okay, ich bin schlecht. Das ist mir bewusst, durchaus. Noch ein paar weniger. Ich krieg hier gerade echt nicht mehr auf der Reihe. Achso. Wisst ihr was? Ich kann einfach sterben. Barack Obama. Danke. Ich bin am Ball. Ob du was dabei hast, was nicht mehr dabei. Und den Rest nehmen wir einfach alles an uns. Gut, das war keine... Ich habe mich gerade nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert. Ich könnte es ja jetzt darauf schieben, dass es spät nachts ist. Aber... Nö. An sich,
Ich bekleckere mich nie wirklich sehr mit Ruhm, was diese Killaktion hier betrifft, aber naja, gut. Es funktioniert. Irgendwie funktioniert es. Die Bogenschützen haben es mir gerade nicht so leicht gemacht. Aus den zwei Händen. War halt ein wenig, naja. Naja, was soll man tun? Da haben wir noch mehr Schwerter. Die nehmen wir natürlich alle mit. So, haben wir denn jetzt hier noch irgendwas? Wir müssten ja, eigentlich müsste es ja hier noch weitergehen. Natürlich geht es hier noch weiter. Eieiei. Gut. Also das gleiche nochmal. Ja, das mit dem Stab, das geht mir jetzt ein bisschen auf den Nacken, dass ich jetzt irgendwie geschafft habe, meinen Stab zu verkaufen. Das ist natürlich echt sehr cool gewesen. Wow. Oh, hier sind ein paar viele Gegner. Nein, nicht abstürzen, nicht abstürzen, nicht abstürzen. Was tust du da? Nein. Wirklich, das wäre perfekt gewesen. Natürlich wäre es das, aber... Wäre. Ja, hau mir noch einen rein. Natürlich, hau du mir auch noch einen rein. Das von was? Was? Kann doch nicht wahr sein hier. Diese ganz beschissenen Bogenschützen mal wieder. Echt meine Freunde. Okay, immerhin schon mal ein paar getroffen. Ein paar brennen. Das ist schon mal ein Vorteil. Und noch ein paar. Witzigerweise treffe ich die, die direkt neben mir stehen, nicht. Das ist schon eigentlich lächerlich. Meine Herren. Meine Herren. Aha. Aha. Schon mal nicht schlecht. Ich glaube, ich habe gerade den Großteil verbrannt. Sehr schön. Sehr schön. Oh, ist das schön. Wenn mal was funktioniert, ist doch alles wunderbar. Ich meine, das war ja schon mal sehr viel besser als alles, was ich vorher hatte. Ach so, noch. Okay, wunderbar. Wunderschön. Das hat doch mal wieder besser funktioniert. Das freut mich. Was haben wir hier? Eine alte Truhe. Alte Truhe, da könnte was richtig Schönes drin sein. Ich hoffe, das ist es auch. Schloss öffnen. Naja, Servokal, Erz. Naja, naja, naja. Gut, wir haben, müssten den Stab, den Stein haben. Der müsste ja bei den Orks gewesen sein mit dem Dämon, die Dämonen-Orks. Runensockel. Damit müssten wir eigentlich alle Runen... Ah, dort kann man etwas hineinstecken. Ja, das weiß ich. Handstein mit. Geht doch. Ja, damit müssten wir tatsächlich... Ja, jetzt, wenn ich diesen Anstand benutze, ne? Das ist grauenhaft. Ich hab dann eine scheiß Kameraperspektive. Das geht mir tierisch auf Nerven. Achso, halt, hinten im Runensockel könnte noch was versteckt sein. Ja, ist es auch. Verwandlungsdrang und Nordenmaranebelgeist und... Hast du ja nicht gesehen, was noch... Ich hasse diese Kameraperspektive, die ist... Das ist total nervig. Wir wollen zum Feuer... Feuer? Klar? Ich weiß es nicht. Wir wollen auf jeden Fall zu irgendwo hin, da wo wir die Quest ursprünglich angenommen hatten. Ist das der Feuerklang gewesen? Ich kann es euch nicht genau sagen. Ist meine Kameraperspektive wieder normal? Ich glaube... Ich bin mir gerade unsicher, ob meine Kameraperspektive wieder normal ist. Hast du die... Bist du das? Ah. Wegen der Ahnen. Ja? Ich habe die Macht von Akasha. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Ich habe die Macht von Einar. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Ich habe die Macht von Snow. Gut. Ich habe die Macht aller Ahnen. Gut. Ich wusste, dass du der Richtige bist. Jetzt beende deine Aufgabe. Aufgabe? Vertreibe die Orks aus Nordmar.
Nordmar ist befreit. Die Clans stehen für immer in deiner Schuld. Keine Summe Gold ist groß genug, unsere Schuld zu begleichen. Moment. Ja? Gold ist in Ordnung. Gut, dann bekommst du Gold. Hier. 10.000. Schön. Das ist ja toll. Und die sind jetzt alle grün. Richtig? Natürlich. Gut. Ja, was... Sag mal, Ware. Was haben wir denn jetzt noch hier? 17.000. Was haben wir jetzt denn noch hier? Oh, fuck, das ist zu viel. Was ist denn hier so teuer? Die Waffen, die Barbarenstreitäxte, Hallöchen. Schumannstab. Den behalte ich mal lieber. Wir haben hier ein paar von den Schilden, scheiße. Natürlich zu viele. Leichter Hörnerhelm, kann auch noch weg. Gold, das kann ich, wie viel Gold haben wir? Wir haben so viel Gold. Moment, brauchten wir 50.000? Oder 500.000. Ich glaube, wir brauchten nur 50.000 für die Aktion in Geldern. Was, Geldern? Scheiße, was, Geldern? Nein, Moment. Moment. Lasst mich überlegen. Es war... Treles. Gott, wie komme ich auf Geldern? Treles natürlich. Es war Treles. Wir wollten natürlich nach Treles. Wenzels Schwert, immer noch. Ja, ist mir... Treles. Ja, wie sieht's aus mit Quests in Nordmar? Ich habe theoretisch wahrscheinlich noch massenweise. Die Frage ist, was für... Na, okay, so viele Massen sind das gar nicht mehr. Den Porsche für die brauche ich nicht. Rohstoffe für Kalan. Ketil braucht... Ja gut, Moment. Rohstoffe für Kalan. Was für Rohstoffe? Bring einfach mal 30 Schmiederohlinge mit. Sehe ich so aus, als hätte ich 30 Schmiederohlinge? Nein. Hast du Schmiederohlinge? Asche nicht. Asche nicht, scheiße. Okay, der hat keine Schmiederohlinge. Hier gibt es doch noch mehr Schmiede. Moment, Moment. Ich bin noch nicht fertig hier. Also ich möchte jetzt erst noch in Anführungsstrichen alle Quests, die ich doch noch so habe. Oh, Lee. Geh weg, Lee. Alle Quests, die ich jetzt hier so in Nordmar noch offen stehen habe, die würde ich gerne alle noch machen. Und dann hauen wir ab Richtung Wir passen auf. Wieder genau. Zurück. Dazu bin ich noch nicht. Keine Ahnung. Kann ich Heilung lernen? Gewehr. 1013 Punkte. Ja. Dazu bin ich noch nicht bereit. Krankheit heilen brauche ich dafür, wirklich? Von Krankheit heilen, Heilung. Dankeschön. Verbleibende Punkte 7. Gewehr mit magische Kraft. Machen wir hier noch ein bisschen magische Kraft hoch. Bumm. Ja, okay. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, irgendwas wollte ich. Ja. Ja, die größte war das war. Richtig. Bisonfälle. Hammerclan. 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 Wir gehen in den Hammerclan. In den Hammerclan gehen wir. Ich weiß, ich muss irgendwem noch Bisonfälle bringen. 12 Stück, wenn ich mich jetzt nicht bei der Anzahl täusche. Außerdem brauche ich eindeutig noch ein paar Schmiederohlinge. Die kriege ich auch noch irgendwo her. Ansonsten weiß ich gerade nicht, was wir noch alles machen müssen, aber das werden wir auch gleich erst dann sehen. Ich mache jetzt erstmal Quest nach Quest, bevor ich hier durcheinander komme, mache ich hier Quest nach Quest. Wo ist denn? Was willst du? Ich brauche die ganzen Rohlinge. Ja.
Wir müssten eigentlich noch mehr sein. Oder ja doch, hier sind noch mehr Spiele. Es gibt doch nur wieder Ärger. Mir musst du das nicht erzählen. Hier sind deine Fälle. Ich hoffe, du hattest nicht so viele Probleme. Hier ist dein Erz. Oh. Verdammt, irgendwie sind das nicht so viele Dinger, wie ich hätte. Gedern, wie ich gerne hätte. 21. Das reicht noch nicht. Aha. Sehr schön. Du hast... Lass mich in Ruhe. Bring mir was über das Schmieden bei. Ich will eine Waffe. Wem muss ich denn jetzt mein... Moment. Rohstoffe für Kalan. Ja, genau. Das ist im Feuerclan. Okay. Und dann kommt... ich bin fertig mit Nordmar. Also fertig in Anführungsstrichen. Mir fehlen nur die Rohstoffe für Kalan. Ja, wir kommen tatsächlich mal aus dem Eisgebiet weg. Wer hätte das noch für möglich gehalten? Wir sind in Anführungsstrichen fast durch mit den... Wo ist Kalan? Doch keine Ahnung mehr, wer Kalan ist. Wir sind quasi durch mit den... Bist du Kalan? Ja. Hier sind deine Rohlinge. Den Hammer habe ich auch dabei. Gut, das dürfte reichen. Bist du bereit, die Ausbildung zu beginnen? Ja, finde ich geil. Speer. Hast du einen Stab für mich? Den ich dir irgendwie mal verkauft habe oder so? Nein? Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich meinen Stab hin verkaufe. Hallöchen, Truhe. Ich würde dich gerne öffnen. Ich sollte es aber, glaube ich, lieber tun lassen. Obwohl, wir haben hier eh nichts mehr zu suchen. Obwohl, witzigerweise haben wir im Hammerclan irgendwie anscheinend... Im Hammerclan fehlt noch was. Ich meine, Hammerclan haben wir gerade mal... Das verstehe ich auch nicht. Warte mal, Hammerclan. Guck hier, wir haben im Wolfsclan gerade mal so einen billigen Ruf. Wir haben billigen Ruf hier bei einigen. Also ich glaube, uns fehlen doch noch einige Missionen. Aber egal. Dazu kommen wir, kümmern wir uns eventuell später noch drum. Jetzt tatsächlich habe ich erstmal genug vom Schnee. Und wir werden vom Schnee mal wieder wegwandern. Ja. Und zwar fangen wir an mit Trelis. Weil ich meine, es sollten 50.000 Gold sein und nicht 500.000 Gold. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Eigentlich, Leute, eigentlich. So, die sind alle schon ein bisschen böse auf uns. Das ist nicht so gut. Zeig mal deine Ware eigentlich. Ich denke, da wird bald etwas passieren. Hallöchen! Magier. Hallöchen! Wo hast du so ein geiles Zeug her? Magierstab, klingt ja mal richtig geil. Also der Punkt ist. Und zwar maximales Mana macht der Schutz vor. Ich nehme den. So. Wir müssen denken, bevor wir handeln. Da bist du dir ganz sicher? 8000, das war das gleich. Ja, wir haben einen neuen Stab. Jetzt können wir den da verkaufen. Ach, der hat nicht mehr so viel Geld. Toll. So, für wen? Jetzt muss ich irgendwo einen Schulden bezahlen. Schulden bezahlen irgendwo hier. Hier sind deine 50.000 Goldmünzen. Wer hätte das gedacht? Gib das Gold schnell her, bevor es dir jemand abnimmt. Was ist mit dem göttlichen Artefakt? Du kommst schnell zur Sache, was? Gut, hier hast du es. Aber erzähl keinen, dass ich es dir gegeben habe. Du genau, sonst wird es dir schlechter gehen, klar? Ah, dann ist er wundert.
besiegt im Kampf. Adonis Amulett, Adonis Amulett. Da muss man hart durchgreifen. Adonis Amulett, Adonis Ring. Noch ein Adonis Ring. Ja. Wir bleiben erstmal maximal mit Mana plus 20 Mana. Ja, mir wurde übrigens geschrieben, ob es nicht mal Zeit wäre für eine neue Robe, Schrägstrich, ja, eine neue Magierrobe. Wenn mir einer sagt, wo ich eine hernehmen soll, dann können wir darüber reden. Obwohl tatsächlich, fällt mir gerade auf, kann eventuell... Wo ist denn Reddok? Obwohl Reddok... Ich weiß es gar nicht. Kann den Reddok? Habe ich keinen. Warum habe ich keinen? Hallo? Das ist doch Reddok nicht doof. Wo ich ne. Ich weiß nicht mal, wo ich ne Rüstung herbekomme. Muss ich gestehen. Ich habe keine Ahnung, wo ich überhaupt eine Rüstung herbekomme. Wir werden übrigens jetzt bald, beziehungsweise was heißt jetzt bald, im nächsten Part werden wir uns in die Wüste aufmachen und in der Wüste anfangen zu questen. Genauso wie wir es in Nordmar getan haben. Irgendwie sieht das Rennen, was wir gerade machen, irgendwie falsch aus. Ja, Novizenroben. Novizenrobe, die interessiert mich herzlich wenig. Oh. Cool. Ja, interessiert mich herzlich wenig in Novizenrobe. Wer ist denn der... Theoretisch müsste doch... Bin ich doof? Theoretisch müsste doch im Kloster irgendwie so eine Robe zu finden sein, oder etwa nicht? Also in der reinen Theorie müsste doch eigentlich... Novizenrobe. Kommt mir bekannt vor. Zeig. Gar keine Robe. Auch gar keine Robe. Ja, das zum Thema, meine Lieben. Ihr sagt mir so schön, ich soll mir mal, wie wär's mit einer neuen Robe, aber ich weiß tatsächlich überhaupt nicht. Wo ich die denn hernehmen soll? Wo soll ich die Robe denn hernehmen? Zum Thema. Zeig mir deine. Ich würde. Leider reichen die wenigen Vorräte gerade mal für mich. Für einen Schüler habe ich leider nichts übrig. Was soll ich dir besorgen, damit du mich unterrichtest? Wie wär's mit Mana-Pflanzen? Die können wir hier im Kloster gut gebrauchen. Wie viele brauchst du? 50 wären gut. Was? Ich bezahle dich auch dafür. Oh, das ist gut. Mir ist es draußen zu gefährlich. Ich bin froh, dass ich es bis hierhin geschafft habe. Zeig mir deine Waffe. 50 Mana-Pflanzen? Ich hab die alle verballert. Hier habe ich 5. Ich hab die alle verballert, um Tränke herzustellen. Ja, das ist mein einziger... Leck mich. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich eine neue Rüstung herbekomme, tatsächlich. Hat jetzt also doch nicht oberste Priorität. Ich könnte in Okara halt Quests machen, zum wegen Pass. Wir werden nach Braga gehen. Ja. Ja. Hallo Braga. Übrigens, theoretisch sollte ich können tun. Okay. Aha, da ist das, was gemeint wurde. Ich kann jetzt Magie blocken. Okay, alles klar.
Schön. Das ist das Talent von magischen Stäben. Ich kann jetzt Magie blocken. Das ist ganz cool. Eigentlich hätte ich wahrscheinlich auch schon ein bisschen früher gebraucht. Du bist nicht von hier. Sag mir, bist du gekommen, um die Geheimnisse Beliars zu entdecken? Ja. Was sind das für Geheimnisse? Wir Schwarzmagier beherrschen Zaubersprüche von großer Macht. Wir beherrschen die Gabe der Alten der göttlichen Magie. Zaubersprüche also. Und in der Stadt Ishtar wird seit vielen Jahren die Kunst des beidhändigen Kampfes gelehrt. Aber nur ein Mann, der gute Geschäfte macht, ist würdig, unsere Geheimnisse zu erfahren. Ich will dir ein solches Geschäft anbieten. Was sagst du? Klar, ich bin dabei. Dann höre, diese Männer hier schulden Zuben ihren Tribut. Es ist nicht so, dass sie nicht zahlen wollten, vielmehr haben sie ihn sich wegnehmen lassen. Was ist passiert? Tufail, dieser Sohn eines Tölpels, hat sich von einer Handvoll Nomaden ausrauben lassen. Aber es wird Zeit, dass Zuben bekommt, was ihm zusteht. Es ist Zeit, dass die Händler bezahlen. Sie sollen also nochmal bezahlen. Und du wirst für mich diese Angelegenheit regeln. Verstehe. Hast du sonst noch was zu erledigen? Ayla, die Perle der Stadt, wurde beraubt. Ich will sie wieder zurückhaben. Besprich die Einzelheiten mit José. Welche Männer stehen auf deiner Liste? Die drei Händler hier in Braga. Jeder schuldet Zuben 500 Goldstücke. Und Abbas, der Wasserhändler. Von ihm erwarte ich einen Kelch. Sprich mit ihm. Er weiß genau, was ich will. Und Tufail? Was machen wir mit Tufail? Er trägt die Schuld dafür, dass der Tribut gestohlen wurde. Ich habe ihn bereits der Stadt verwiesen, aber er ist noch in der Nähe. Wenn er zahlen kann, was ich nicht glaube, soll er von mir aus leben. Falls nicht, mach kurzen Prozess mit ihm. Das wird den anderen als Warnung dienen. Gut, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, für die Videos. Hedi.